Moin Moin Sigurds-Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Runde Let's Play. Heute schauen wir uns das Premium-Schiff Brandenburg an auf Tierstufe 8. Ist ja noch relativ neu im Spiel drin, deswegen können wir uns hier ruhig mal eine Runde gönnen. Eingesendet hat uns diese Runde blacksales_de. Vielen Dank für deine Einsendung. Und auch hier für euch der Hinweis, wenn auch ihr eine tolle Runde habt, dann gerne replay.sigurds.de aufrufen. Alle Screenshots hochladen, Replay natürlich auch. Und Kapitänskillung und Verbesserung nicht vergessen. Und genau diese schauen wir uns jetzt mal zunächst hier bei ihm an. Wie hat er seine Brandenburg hier geskillt? Auf den ersten Blick, was fällt uns direkt auf? Sekundärbild hier drauf auf der Brandenburg. Bei den Verbesserungen beim Kapitän eindeutig zu sehen. 21er Kapitän Günther Lütjens haben wir hier drauf. Da profitieren wir direkt im ersten und zweiten Slot durch die präventiven Maßnahmen. Und beim zweiten Slot läuft viel geschmiert davon. Dann dritter Slot. 20% mehr Reichweite bei den Sekundärgeschützen und Adrenalinrauschschirme drauf. In der vierten Stufe haben wir dann die manuelle Zielerfassung der Sekundärbatterie, dazu Notreparaturexperte und den Tarnungsmeister hier. Ja, mit der Mikey Yankee Flagge würden wir auf eine maximale Reichweite von 11,49 Kilometer bei der Sekundärbatterie kommen. Aufgehen tun wir bei 12,73 Kilometer, also wir haben einen Puffer von 1,2 Kilometer, wo wir aufgehen und wo unsere Sekundärbatterie dann ans Wirken kommt. Da schauen wir uns mal an, wie oft uns das hier in diesem Gefecht gelingt. Ja, ansonsten natürlich für euch erstmal das Matchmaking hier. Ja, wir sehen schon, Top-Tier sind wir hier. Tier 6 bis Tier 8 Gefecht. Glücklicherweise der Flugzeugträger und der Zerstörer hier der einzige, der hier unterwegs ist. Auch nur Low-Tier auf Tierstufe 6 unterwegs. Des Weiteren haben wir 5 Schlachtschiffe und 5 Kreuzer. Ja, und der Flugzeugträger will es direkt am Anfang des Gefechtes hier schon mal wissen. Unsere Flakreichweite beträgt 5,2 Kilometer hier bei der Brandenburg. Und die ersten drei Flieger konnten wir jetzt auch schon runterschießen. So, was fällt uns an der Minimap erstmal auf? Wir sehen hier so einen kleinen Lemming Train, der Richtung Norden fährt. Ja, der Gegner verteilt sich nördlich und südlich. Sprich, wir müssten hier auf der Seite schon mal Druck aufbauen. Sieht man ganz gut am Anfang der Runde hier schon. Da kommt die Harlem jetzt schon mal in unsere Sekundärreichweite rein. Die Sekundärbatterie fängt auch schon mal direkt an zu feuern. Harlem hier auch relativ gut Breitseite, nicht komplett Breitseite, ein bisschen angewinkelt. Hauptbatterie jetzt durchgeladen. Mal gucken, ob wir den hier gleich schon mal richtig reindrücken können. Nee, das war leider nichts gewesen. Drei Abpraller und einmal nicht durchgeschlagen. Leider ein bisschen zu weit nach vorne, also nicht genug nach vorne gezielt gehabt. Da habt ihr gesehen, die sind hinten alle fast eingeschlagen und da konnten wir dann leider die Panzerung der Harlem hier nicht durchbrechen. Das muss er aber erstmal abdrehen. Ihr seht schon direkt am Anfang hier, alle schießen auf uns ein. Wir stehen hier an vorderster Front mit unserem Schlachtschiff. Deswegen auf jeden Fall hier ratsam direkt mal hinter diese Insel, hinter diesen kleinen Berg hier zu fahren, nicht davor rumzufahren, dann würden wir weiter ins Fokusfeuer geraten. Das möchten wir natürlich nicht. Gucken müssen wir mit unserem Team jetzt, dass wir gleich selber Fokusfeuer aufbauen. Oben wäre es gut, wenn die Vesteras hinten die Gede jagen würde. Harlem hier schon rausgeschossen, den hat es gerade hier schon zerlegt. Nichtsdestotrotz wäre es gut, wenn wir hier durch unseren Zerstörer eine Attacke auf den gegnerischen Zerstörer, zumindest ein Spotting, eine Aufklärung bekommen würden. Das würde uns das hier gegenüber den Torpedos, die möglicherweise reinkommen, erleichtern. So, und da schöner Treffer auf die Fidschi, Treffer an der Zitadelle. Hier 30.000 Schaden haben wir jetzt schon auf der Uhr. Ja, da hat die Fidschi ja nicht gut reagiert. Da stand sie schön Breitseite und das konnten wir jetzt gerade ausnutzen. Da haben wir ihnen richtig eine mitgegeben. Also Fidschi, ja, dazu bist du einfach zu leicht gepanzert, denn entweder im Nebel schießen oder wir konnten am Berg stehen, aber so nicht. Ja, deswegen immer gut gucken, welche Ziele habt ihr zur Auswahl, welche stehen vor euch Breitseite, gerade in einem Schlachtschiff, und dann darauf schießen und diese, ja, Stellungsfehler entsprechend bestrafen. Ja, mal gucken, ob er hier seiner Rolle als Top-Tier-Schlachtschifffahrer gerecht wird. Ja, ich denke mal immer, wenn man Top-Tier ist, dann muss man sein Team so ein bisschen auch in der Front anführen. Mal schauen, da haben wir eine Bayern und eine Amalfi, die da hinten rumfahren. Bayern doch relativ weit weg noch. Ja, der fährt hier vorne rein. Also das sollte jetzt unser nächstes Ziel auch mit unserem Team sein, hier den hier rauszuschießen. Ihr seht schon, wie der Trefferpunkte da verliert. Da schießt er jetzt auch weiterhin drauf. Das ist eigentlich jetzt so ein Schiff, was dann nicht unbedingt entkommen sollte oder auch nicht in die Flanke reinkommen sollte, damit wir möglichst schnell dann wieder Richtung Süden fahren können. Ihr seht schon, da wird der Gegner jetzt langsam hochdrücken, weil er merkt, okay, da haben wir keine Gegenwehr. Ganz gut sieht es für uns aus, weil wir halt zwei Schiffe schon rausnehmen konnten und deswegen hier noch vollzählig selber sind. Das ist eine Warspite, die bei uns ganz gut bis jetzt gelitten hat. Ansonsten sieht es eigentlich HP-Pool technisch noch sehr gut auf unserer Seite aus. Oben können wir sehen, in der Leiste 11.000 HP, die wir hier momentan Vorsprung haben. Ist jetzt nicht wirklich sonderlich viel, also ist noch definitiv hier alles offen in diesem Gefecht, auch wenn wir mit 170 Punkten führen.
Ja, aber der Vorteil ist es auf unserer Seite, wir stehen ja oben relativ kompakt und der Gegner hier, ja, ist mit 1, 2, 3, 4, 5 Schiffen, wenn wir hier oben mal durchziehen, gerade nur unterwegs und deswegen haben wir ja die Möglichkeit, hier einen nach dem anderen rauszufokussen und uns dann um die Schiffe zu kümmern, die jetzt gerade im Süden nach oben gefahren kommen. Also die haben momentan hier kein wirkliches Ziel, die sind so ein bisschen out of game, wie ich immer ganz gerne sage, also haben jetzt keine Möglichkeit, ins Gefecht richtig einzugreifen und wir können uns unsere Ziele hier nach und nach aussuchen und runterfokussen. Ja, und was mich natürlich auch interessiert ist, wer hat sich Container, deutsche Container gegönnt und die Brandenburg rausgezogen? Also wer hat gegambelt und Glück gehabt oder wer hat sich die Brandenburg vielleicht auch so gekauft und schon ein paar Runden mitgespielt? Gerne natürlich immer eure Sichtweisen, eure Spielweisen, Tipps oder Tricks auch in die Kommentare reinschreiben oder welche Kapitänskillung ihr dafür genommen habt und welche vielleicht bei euch gut funktionieren. Würde mich und natürlich auch den Rest der Community, die sich hier diese Let's Plays angucken, immer interessieren, also lasst mal gerne in den Kommentar reinschreiben und dann natürlich auch der Hinweis, gerne auch diesen Replay natürlich einen Daumen nach oben da lassen, da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr solche Replays hier unterstützt und die natürlich auch gerne weiterhin sehen möchtet. Ja, und wer hier schon die Tirpitz oder die Odin als deutsches Premium-Schiff auf Tierstufe 8 hat, fragt sich vielleicht, ja, wo ist denn der Unterschied? Warum brauche ich denn überhaupt eine Brandenburg? Brauche ich die denn überhaupt, wenn ich die noch nicht habe? Also ein paar Unterschiede gibt es da auf jeden Fall. Wir haben hier bei der Brandenburg 4 Drillingstürme drauf mit einem Kaliber von 305 mm. Genau dasselbe Kaliber haben wir auch bei der Odin, nur mit dem Unterschied, dass uns ein Drillingsturm fehlt. Also da haben wir 3x3 Türme drauf. Unterschied zur Tirpitz ist dann wieder, da haben wir 380 mm drauf, auch 4 Türme, aber da sind es nur Zwillingstürme. Also ihr seht schon, hier habt ihr die meisten Granaten, wenn ihr eine volle Breitseite schießt in der Luft, aber halt im Gegensatz zu der Tirpitz ein kleineres Kaliber. Das Kaliber zu Odin ist dann aber dennoch gleich. Ja, weiterer Unterschied bei der Hauptbatterie ist, ihr habt hier nur eine relativ kurze Reichweite, 18,46 Kilometer bei einer Nachladezeit von 26,5 Kilometer ist halt nicht so weit, gerade wenn ihr hier auf ein höherrangige Stufe kommt, also wenn ihr hier in Tierstufe 10 reinkommt, dann sind 18,46 Kilometer natürlich nicht so dolle. Da habt ihr bei der Odin eine Nachladezeit von 23 Sekunden, kommt dann aber 19,09, also 19,1 Kilometer, was ihr dann schießen könnt, ist dann doch ein ganz kleiner Unterschied. Wenigstens dann sind halt doch 600 Meter, die ihr weiter schießen könnt und das bei einer geringeren Nachladezeit. Ja, dementsprechend aufpassen, wenn ihr hier im High-Tier reinkommt, nicht zu sehr Breitseite zeigen. Das wird dann sicherlich eher mal bestraft als hier auf Tierstufe 6 bis 8, weil das lässt uns zum nächsten Punkt kommen, wo die Unterschiede sind. Guckt mal auf die Trefferpunkte. Was haben wir hier? 58.800. Ja, auf Tierstufe 8 ist das auch nicht so viel. Die Odin hat da sogar noch weniger, nur 52.800. Führt ihr damit ins Gefecht? Unterschied zu der Tirpitz sind hier nochmal, ja, die hat einfach mal 69.300, also über 10.000 Trefferpunkte mehr. Da könnt ihr einiges mehr einstecken und dementsprechend auch eine klein wenig andere Spielweise an den Tag legen. Ja, bei der Verborgenheit, also beim Concealment, nehmen sich alle nicht so super viel. 12,73 Kilometer sind es hier bei der Brandenburg, 12,87 Kilometer sind es bei der Tirpitz und bei der Odin haben wir hier die geringste Verborgenheit, 12,02 Kilometer, wo ihr aufgeht. Ja, ein weiteres Schlachtschiff-Gimmick, was aber auch die Odin und die Tirpitz haben, ist der 2x4-Werfer an Torpedos. Ja, genau das gleiche haben wir hier bei der Tirpitz und der Odin drauf. 6 Kilometer Reichweite, 90 Sekunden Nachladezeit, also da gibt es keinen Unterschied. Wie gesagt, ist es doch ein klein wenig anderes Spiel, weil ihr seht schon, ein paar Unterschiede gibt es dann halt doch bei der Tirpitz und bei der Odin. Wenn man das vergleichen müsste, denke ich mal, kommt die Odin der Spielweise der Brandenburg am nächsten und nicht unbedingt die Tirpitz. So, mittlerweile sind wir ja komplett in die östliche Flanke des Gegners reingefahren, treiben den vor uns her. Sekundärbatterie kann jetzt auch mal wieder wirken. Ja, der Gegner kann eigentlich gerade nur weghalten und wir müssen hier weiter Druck aufbauen, weil ihr seht, wenn wir Richtung DE34 hingucken, dann sind da auch Gegner unterwegs, die vielleicht Richtung Cap fahren könnten. Ja, da haben wir nur eine Tallinn, die da oben gerade verteidigt. Unser Flugzeugträger, die Löwenhardt, ist da oben schon weiter weggefahren. Also müssen wir aufpassen, dass wir oben nicht gleich unseren Cap verlieren. Die müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten hier. Momentan können wir jetzt erstmal nur die weiteren Schiffe hier runter fokussen. Unsere Sekundärbatterie kann hier weiter fleißig auf die North Carolina schießen. Der ist hier gerade im Fokus von uns drinne. Ja, nächstes Ziel da hinten versucht er gerade die Cleveland weiter runter zu schießen. Wäre, denke ich mal, ganz gut, wenn wir davon einen Kreuzer jetzt hier rauskriegen würden. Oder die Amalfi. Ja, gerade haben wir wieder gesehen, Zielauswahl ist hier wieder wichtig.
Okay, geht es doch lieber wie auf die Cleveland. Ich hätte mich jetzt eher für die Amalfi entschieden, weil der hier so schön Breitseite fährt. Cleveland dreht da hinten erst ein. Das ist natürlich viel schwieriger zum Zielen, weil man es abschätzen muss. Und ihr seht schon, Cleveland ist hier einfach wendig und kann unser Geraden ausweichen. Da haben wir noch einen Treffer mitgenommen. Aber ich glaube, Amalfi wäre jetzt gerade die bessere Auswahl gewesen. Der hat da einfach schön Breitseite gezeigt. Und da hätten wir jetzt 12 Geschosse in seine Richtung mal schießen können. Aufpassen müssen wir natürlich bei der North Carolina, dass wir nicht zu sehr Breitseite zeigen. So, die zeigt uns jetzt aber schön Breitseite. Nachgeladen haben wir. So, mal gucken, ob wir den jetzt vielleicht hier gleich rauskriegen. Die schwere Treffer hat aber kassiert. Und die Trento erledigt den Rest. Unterstützer in der Zeit hier gedroppt. Ja, also da ganz wichtig, dass wir hier die North Carolina rausnehmen konnten. Der hatte hier einen kleinen Fahrfehler gemacht. Ist da, glaube ich, vorne gebeached, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dementsprechend war es da sein Ende in dieser Runde gewesen. Ryujo fliegt uns hier auch wieder an, aber kein Problem. Ja, gerade habe ich gesagt, ist das natürlich doch ein Problem. Doppelbrand hier drauf. Unser Schadensbegrenzungsteam, ihr seht es unten, ist gerade am Cooldown. Also können wir jetzt gerade nicht gegensteuern. Dementsprechend gucken, dass wir jetzt nicht zu sehr runtergefokust werden. Zweimal können wir hier noch hochheilen, unsere Reparaturmannschaft auswählen. Aber ja, Schadensbegrenzungsteam hat hier noch 30 Sekunden. Aber bis dahin sind die Brände dann auch durchgetickt. Ja, da könnt ihr gleich nochmal rein drücken. Die Taste T, damit wir uns hier wieder hochheilen. Ihr seht schon, maximal reparieren können wir jetzt aktuell gerade. Also können wir es ruhig jetzt eigentlich machen, damit wir hier nicht weiter runter gefokust werden. Ja, und ich glaube, jetzt entscheiden sie sich schon doch eher Richtung einen Cap hochzufahren und gar nicht den gegnerischen Cap zu erobern, weil ihr seht da oben, Veneto ist da gleich drin im Cap, so wie ich es eben gerade noch sagte. Also könnte es noch gefährlich werden. Ihr seht auch, unsere Schiffe wurden auch jetzt schon gut minimiert. Also 4 Schiffe haben wir schon verloren. Der Gegner an der Zahl 6. Es sieht eigentlich besser aus für uns. Punktemäßig führen wir auch. Aber der Gegner hat jetzt geschafft, in unseren Cap reinzufahren. Und da ist es doch eher die Devise, nicht den generischen Cap unbedingt zu erobern, mit allen Gedeihen verderbt, sondern doch eher unseren Cap erstmal zu verteidigen. Man weiß es natürlich nicht, ob die Talin da oben zusammen vielleicht mit der Löwen hat das zusammen schaffen würde. Das würde dann ansonsten ausreichen, aber es ist natürlich immer ein gewisses Risiko, so eine Runde dadurch wegzuwerfen. So, auch im gegnerischen Team ist die Gene noch drin. Die war zuletzt gesehen bei E9, ist dann aber weggefahren, ist hier relativ low HP, hat aber natürlich noch die Möglichkeit, weil er noch im Spiel ist, uns hier mit den Torpedos entsprechend zu ärgern. Hydroakustische Suche haben wir hier nicht drauf. Ja, das würden wir bei der Odin wieder im Gegenzug dazu haben als Verbrauchsmaterial. Hier fehlt uns das Ganze. Dementsprechend müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Wir sind hier das Frontschiff momentan, die Harlem fährt zum Glück in den gegnerischen Cap rein. Das ist auch ganz sinnvoller, einen erstmal nur hinzuschicken, ja, der dementsprechend auch den Gegnern damit entsprechend beschäftigt. Vielleicht den Flugzeugträger, der darauf gehen müsste, damit er uns nicht attackieren kann. Hier kommen Torpedos an, so ein schöner Zita-Treffer hier dabei gewesen nochmal. 113.000 an Schaden, was er jetzt hier gesammelt hat. So, und da vorne, ihr seht schon, Cleveland, Bayern da oben, also der Gegner fährt auf jeden Fall konsequent auf unseren Cap zu. Dementsprechend müssen wir hier eindeutig handeln und unseren, ja, Cap verteidigen hier. Ansonsten denke ich mal, hat er hier die Möglichkeit, noch diese Runde zu gewinnen. Es ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, die der Gegner hat hier, um diese Runde noch zurückzuerobern. So, und da hatten wir jetzt gerade nochmal die Amalfi gehabt. Breitseite war kurz zugewiesen, da in der Zeit haben wir geschossen. Mal sehen, vielleicht reicht es dennoch. Mal sehen, ob wir da relativ gut eingeaimt haben. Ja, leider nicht. Nur einen Durchschlag hier erzielt, aber unsere beiden Fronttürme sind hier gleich wieder bereit, da können wir nochmal gleich drauf schießen und ich denke mal, die 2000 HP, da soll es doch eigentlich jetzt für ausreichen. Aufpassen, dass wir nicht an die Insel fahren, um unnötig Zeit zu verlieren, indem wir wieder rückwärts fahren müssten. Aber nein, Amalfi hat es wieder geschafft, ist hier ausgewichen, ist natürlich auch kein langsames Schiff und auch sehr wendig. Dementsprechend ist es gar nicht so einfach, hier drauf so zu zielen, dass man ihn trifft, zumindest wenn er WASD beherrscht und entsprechend den Granaten ausweicht. So, jetzt haben wir nochmal die Möglichkeit, können nochmal unsere Türme vorne einsetzen. Da seht ihr schon, also die kommen auch relativ gut zentral. Ja, und da war ein Treffer bei gewesen, das hat ausgereicht. Ja, da vielleicht für euch nochmal der Hinweis, wenn so ein Schiff relativ wenig Trefferpunkte hat, dann nicht unbedingt Doppelklick drücken und hier die, ja, Geschosse zu sehr auf einen Punkt fixiert schießen, sondern doch ein klein bisschen Streuung einbauen. Schießt ein bisschen links, schießt ein bisschen rechts. Ja, dementsprechend habt ihr eine größere Möglichkeit, dass irgendein Treffer hier halt gelandet wird und ihr den Gegner entsprechend rausnimmt. Also das auf jeden Fall mal anwenden, wenn der Gegner relativ wenig Trefferpunkte hat und ihr eigentlich nur eine Granate benötigt, um den Gegner zu killen. So, jetzt geht es gleich rein in den finalen Showdown. Veneto da vorne noch mit 18.000 Trefferpunkten, aber das ist noch eine Full-HP Bayern unterwegs. 51.600 Trefferpunkte noch und da haben wir die Gede. Die ist da gerade eben offen gewesen. Die steht da hinten, da schön hinterm Berg. Gucken, ob da vielleicht jemand gleich die runterfokussen kann. Schöne Schnapszahl, 1111 HP, die noch übrig hat. Ja, der Flugzeugträger hat sie gerade kurz aufgedeckt gehabt.
Edinburgh, Trento, die da vielleicht drauf hätten schießen können und rauszunehmen, wir hätten jetzt keine Möglichkeit. Wir müssen uns jetzt auf die Schlachtschiffe gleich konzentrieren. Gibt uns vielleicht ohne die Möglichkeit, nochmal gleich in die Sekundärreichweite reinzukommen. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier den Cap hier gleich mal resetten. Ihr seht schon, da ist schon relativ weit rot durchgetickert. Wichtig jetzt auf jeden Fall, dass hier Treffer gelandet werden auf den Gegnern. Oben hier... Ja, schade, das war zu kurz gezielt. Veneto steht da auch Bug voran. Möglichst wenig, was er uns hier im Profil zeigen möchte. Kommen natürlich viele Gegner jetzt auf ihn drauf zu. So, Sekundärreichweite haben wir erreicht. Jetzt geht es drauf auf die Bayern. Trento wurde ja durch die Veneto noch mit rausgenommen. Ja, der Flugzeugträger sollte es gleich mal gucken, dass er da hinten, genau, da ist die Gede offen. Das wäre jetzt auch eigentlich mein Ziel gewesen, auf was ich hätte, glaube ich, geschossen, um den erstmal rauszukriegen. Weil der geht natürlich gleich wieder zu und kann dementsprechend weiter durchcappen. Solarzeit der Sekundärbatterie haben wir hier gerade verringert. Wir haben hier 100 Treffer erreicht. Das ist ein Goodie, was uns unser Kapitän Günther Lütjens hier mit an den Start gibt. Ja, und wenn wir da halt in die Situation reinkommen, das ist natürlich eine feine Sache. Die 100 Sekundärtreffer, denn haben wir relativ schnell erreicht. Hier in dieser Runde war es jetzt nicht der Fall gewesen, haben wir bis zum kurzen Schluss gewartet. Aber wenn ihr ja in so eine Borrow-Situation reinkommt, dann ist das natürlich ein guter Bonus, der euch hier dann noch hilft, die Gegner rausnehmen zu können. Ja, will auf Nummer sicher gehen, die Veneto hier rausnehmen. Hätte ich vielleicht auch nur einen Turm jetzt eingesetzt, nur einmal drauf geschossen, weil diese 100 HP, also ich denke mal, da hätte schon irgendwas ist einfach getroffen. Nahkampfexperte jetzt aber gedroppt, also da hat sogar die Sekundärbatterie vorher anstatt unserer Hauptbatterie die Veneto rausgenommen. So, und jetzt Sekundärbatterie können wir uns jetzt nochmal einen vollen angucken bei der Bayern. Ja, damit ihr auch das vielleicht für euch nachher ein bisschen einschätzen könnt, das seht ihr anhand der Screenshots aber auch nochmal. Insgesamt wurden in diesem Gefecht 1056 Sekundärbatterie-Granaten abgefeuert, davon haben 230 getroffen. Schaden haben wir damit gemacht, 24.700. Vier Brände wurden ausgelöst. Das waren jetzt keine, die lange getickt sind. Das waren nur 4.600 an Schaden gewesen. Also knapp 25%, was wir an Trefferquote hier hatten. Und wie gesagt, 24.000 an Schaden. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das muss jeder so ein bisschen für sich selber entscheiden. Ihr müsst einfach in die Situation reinkommen, um eure Sekundärbatterie nutzen zu können. Hier sehen wir jetzt erstmal den Torpedowerfer, den er jetzt nutzen kann. Das ist natürlich eine feine Sache hier in so einem Brawl, wo wir einfach damit den Gegner auch überraschen können und vorher rausnehmen können, bevor uns seine Hauptbatterie vielleicht auch nochmal gut treffen könnte. 18.000 Punkte haben wir nur noch. So, und da war es gewesen. Ja, Krake freigelassen. Zwei Torpedos haben hier ausgereicht. Großkaliber in der Zwischenzeit war es auch noch mit dabei gewesen. 174.000 an Schaden, was er hier mitgenommen hat. Ja, fünf Schiffe hat er rausgenommen. Dadurch natürlich mit den größten entscheidenden Anteilen hier genommen. Da können wir vielleicht noch gleich ein paar Flugzeuge hier mitnehmen. Das Gefecht ist auf jeden Fall durch und hier gewonnen an der Stelle. Ja, die größte Aufgabe in diesem Gefecht war sicherlich gewesen, hier als High-Tier, ja, dieses Gefecht so ein bisschen zu tragen und zu erkennen, welche Flanke man hier entsprechend pushen muss. Da hat unser Team auch ganz gut mitgemacht und er ist hier auch immer gut vorne dabei gewesen, um hier den Schaden ein bisschen auf sich zu lenken. 1,7 Millionen, was er hier in der Zwischenzeit getankt hat, hat hier auch einiges an Fliegern runtergeholt. Ja, gerade am Rundenanfang waren es ja doch ein paar gewesen, die hatten natürlich auch nochmal. Ja, also wichtig war hier gewesen, diese Flanke zu erobern und entsprechend den Gegner vor sich herzutreiben und runter zu pushen. Natürlich war es auch wichtig gewesen, dass der Gegner durch unsere anderen Leute aufgehalten wurde, durch den Versuch, unseren Cap hier zu erobern. Das haben wir souverän geschafft. Die Harlem da unten, ihr seht schon, der ist da noch mit drinne. Der kann jetzt den gegnerischen Cap erobern und dann wird auch diese Runde hier gleich vorbei sein. Ja, aber das, denke ich mal, war eine Runde gewesen von der Brandenburg, die hier als High-Tier gefahren worden ist, wo er das Maximum rausgeholt hat. Ja, und dementsprechend würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Replay aus der Community natürlich einen Daumen nach oben noch da lasst. Gerne auch natürlich einen Kommentar reinschreiben. Und wer noch nicht unser Kanal abonniert hat, natürlich auch unseren Kanal abonnieren und die Glocke anklicken, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Wir haben hier nicht nur Let's Plays für euch, wir haben hier alles Mögliche rund um World of Warships. Alle Informationen, die irgendwo ins Spiel reinkommen, ja, die zukünftigen Informationen oder Schiffsvorstellungen, alles Mögliche habt ihr hier bei euch kompakt auf euren Seacords-Kanal. Ja, und mit den Endscreens verabschiede ich mich von dieser Runde. Ja, hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ja, und dann hören und sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt Let's Play. Vielen Dank für euer Zuschauen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Seacords-Team.